Ich habe heute vor, die erste Welt mit Stella durchzuspielen. Es kann sein, dass es bis zur zweiten Welt ein bisschen dauert. Das soll auf jeden Fall Projekt werden. Das ist Stella. Sag hallo, Stella. Hallo. So, ich bin Mario. Wobei ich kann. Eigentlich wollte ich Luigi sein, weil Luigi ist obviously green. Aber wenn ich Luigi bin, dann ist Stella Spieler 1 und muss die ganzen Sachen einstellen. Deshalb bin ich am Ende doch Mario. Bella ist auch hier? Nein, Stella, nicht Bella. Alles gut. Zwei Spieler. Und auf zwei Spieler, dann auf Luigi. Fick dich, Luigi. Und du kannst, glaube ich, auch auf den Bildschirm gucken, weil nichts verzögert ist. Oh, sorry. Da ist ein Luigi angekommen. Guapo! So, ich starte einmal ein neues Spiel. Ich kann jetzt nichts löschen, oder? Nach wie vor sind sie keine Männer großer Worte. Hey, guck mal, das Roy! Luigi ist auch mit dabei. Peach wird entführt, was für eine Überraschung. Ja, wirklich. Ich meine, das ist ja das schwarze Schaf der New Soup-Reihe. Aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß, das ist einfach, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. So, beweg dich mal. Mal gucken, ob das bei mir relativ unverzögert ist. Gebe ihm gerne die Feuerblume. Und wichtig ist kommunizieren. Ich weiß gerade gar nicht, wie das hier mit dem Sterben funktioniert. Im Endeffekt, ich glaube, wenn einer von uns stirbt, müsste das doch so wie ein Wii sein, dass wir quasi respawnen. Deshalb ist ein perfektes Zugballspiel. New Soup 2? Es hat halt ein bisschen weniger Identität als der erste Teil. So, jetzt haben wir beide Feuerblumen. Goomba Power. Boing. Wir können versuchen, so viele Death Dark Coins zu schießen. Wir wissen noch nicht, ob 100% eine Sache ist, die wir in dem Spiel machen wollen, je nachdem, wie anspruchsvoll es ist, aber so generell das Durchspielen. Mehr als der Wii-Teil. Der Wii-Teil. Kannst du dich eigentlich auf deinem eigenen Screen sehen oder nicht? Ja. Und du wirst nicht gescrollt oder wirst du gescrollt? Weil ich habe das Gefühl, war das Spiel nicht so. Wieso ist jetzt. Wow, 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 wow! Jetzt hast du die Kontrolle! Ist ja cool. Wie können wir die Kontrolle abgeben? Ich bin verwirrt. Du hast die Fahne aktiviert, auf einmal bist du Spieler 1. Hä? Na gut, dann muss ich halt mal versuchen mitzukommen. Mario und Luigi, die geldgeilen Säcke. Zack. Panzer. Ha! Kombo. Spritz den Geldblock. Ja, das Gold fließt geradezu. Ich würde gern zu meinem Weg bezahlen. Ich wusste, das würde passieren. Etwa 4, etwa. Nicht in diese Todesfalle springen. Wieso Luigi hat gerade einen Geldblock auf dem Kopf? Luigi hat jetzt diesen Pfeil auf dem Kopf. Luigi kontrolliert gerade die Kamera. Wenn ich nicht aufpasse, werde ich gescrollt. Ah ja, fuck. Na gut. Aber kein Plan, warum ein Fokus auf Geld lang, wenn. Ja, stimmt, das hätte voll das Mario-Spiel sein können. Warum eigentlich nicht New Super Mario Land? Also einfach. Oder warum nicht einfach New Wario Land? So. Aber andererseits. Würde es für Wario passen? So ein homogenisierter Plastikstil? Bitte kein Wario nimmst du. Okay, ich nehm's zurück. Dann doch lieber wie der Wii-Teil, einfach komplett mit selbst. Mit gezeichneter Grafik, so wie es sich gehört. Fire. Okay. Ich kann nicht dich treffen, oder? Sind deine Feuerbälle eigentlich grün? Nee.
Das ist das, was mich interessieren würde. Okay, ich werde gleich sterben, wenn du nicht aufpasst. Ah, brauchen wir den Koopa? Ich glaube, wir brauchen den Koopa. Ah, okay, wenn ich die wenn ich die stampfe, bekomme ich die Kontrolle, okay? Ah, genau, und so respawnst du. Also du kannst nicht direkt sterben, wenn ich dich scrolle. Und jetzt müsstest du in der Bubble wiederkommen. Sicher ist schon mal aufgefallen, dass in New Super Mario Bros. Als zwei Spieler, also der Retail auch, in zwei Spieler sehr viel angenehmer ist als in vier Spieler. Weil man tatsächlich Kontrolle über das hat, was man tut. Nein, nimm das, okay. Sehr gut. Ich merke gerade auf dem Touchscreen, ich habe die Möglichkeit, selber in eine Bubble zu gehen. Security! Ich verstehe gar nicht, was der da sagt. Jetzt klingt er einfach wie Security. Ah, und so gebe ich auch meine Kontrolle ab. Geh mal da weg. Hau das Ding da rein. Dieses Pseudo-3D, okay. Du kannst dich nach da oben stellen, wenn du magst. Big Mushroom. Fang den großen Pilz ein. Fang den großen Pilz. Oh yeah, und jetzt demoliere alles. Ich komme nicht hinterher, Hilfe. Ah! Ich dachte, es geht hier um mich. Genau, einmal stampfen. Ich glaube, jetzt ist die Röhre kaputt. Wo bin ich? Ah, oh, hier bin ich. Kannst du mal versuchen, in die gelbe Röhre zu gehen? Ich glaube, da ist was Interessantes drin. Ah, man kann auch da rein. Sehr gut. Weil hier ist garantiert noch ein Starcoin. Wir haben noch keine einzige gefunden. Hier ist einfach auch keine Starcoin als Ort. Wie gut sind sie denn versteckt? Hey Luigi! Es kann sein, dass er Hey Luigi sagt. Aber Security klingt auch lustig. Ich glaube, hier sind hier Power-Ups. Nö. Was ist da oben? Hier ist auf jeden Fall eine Starcoin. Ah, okay. Hier hätten wir den Riesenpilz gebraucht. Nicht so wichtig. Ich überlege auch gerade, ob die Starcoins überhaupt wichtig waren in dem Spiel. Abseits von den alternativen Wegen. Oh, extra Leben. Ha, Abkürzung. Ist hier oben noch eine Starcoin? Nö, okay. Einfach keine Starcoin gefunden. Ist so schräg. Wieder hoch. Kann ich dich aufheben? Ich glaube, in dem Spiel kann. Das ist so die Sache. Das Spiel ist zwar immer noch New Super Mario Bros. DS. Kommst du mit hoch? Dann können wir es gemeinsam versuchen. Ja, gleich haben wir es. Erst die blaue Röhre. Und dann hier hoch. Achso, du musst Y halten, um zu rennen. Kannst du schneller laufen. Ja, gut. Wow. Okay, vielleicht war da noch ein Mini-Delay. Aber eigentlich nicht. Eigentlich ist das Spiel... Super Bros! Super Sisters. Oh Gott, nur zwei Starcoins, ich fasse es nicht. Das könnte Spaß werden. Das würde Any Percent. Vielleicht mache ich danach ein Cleanup allein, aber... Any Percent. Es geht darum, dass wir hier zu zweit sind. Jetzt kommt sowieso der größte Spaß am Spiel. Das Abusen des Flugsystems. Außerdem, guck's Luigi. Du kannst so eine Attacke machen. Was geht eigentlich, wenn ich jetzt den hier mache? Fly. Help me! Block. This P-Meter. Raccoons can fly when he is high. Hier ist ein Koopa, okay. Sekunde. Keine Sorge, jetzt geht die gut. Mario ist high? Nein, P ist high. High PP Energy, wenn du verstehst, was ich meine. So, der Weg ist frei. Dann würde ich sagen, fliegen wir nochmal den... Ich weiß, das Spiel ist für zwei Spieler gemacht. Es ist für zwei Spieler ausgelegt, aber nicht für zwei Spieler gemacht, könnte man sagen. Aber ich will trotzdem mal. Ich habe drei kleine Brüder, okay?
Wie viele große Brüder hast du? Quattro! Das Blöde ist halt, ich will mich mit dem Power-Up ein bisschen umsehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier ist ein Blatt für dich. Das Blättchen. Hey, you, okay, weißt du was, Luigi? Schau mal auf den Touchscreen. Okay. Wird schon? Muss hier nur ein bisschen überleben. Oh Gott, überleben. Du kannst dir das Blatt schnappen, indem du... Warte mal. Indem ich das jetzt fallen lasse. Und dann kannst du das einsammeln. Genau. So sind nur noch die roten Münzen. Das hat sich gelohnt. Einer hat auch das Spiel, aber man braucht zwei Spiele dafür. Das ist das Problem. Kann ich bitte eins der Blätter haben? Ja. Das hast du erstaunlich gut gemacht. Du musst erst rennen. Du hast so eine P-Anzeige auch auf deinem Screen. Und wenn die voll ist, dann musst du den Sprungknopf die ganze Zeit drücken. Aber das kann eigentlich nur die Person, die gerade on screen ist. Deshalb stampf mich und übernimm die Kontrolle. Tasch und Tuff Geist wünscht dir viel Erfolg. Flying. Have Luigi. Luigi. Hier irgendwo muss noch was versteckt sein. Weep. Oh. Tschüss, Luigi. Achso, das war schon die dritte. Okay, dann haben wir die zweite verpasst. Ist nicht so schlimm. Oh yeah. Whee. Ich wollte doch schon immer mal zu zweit spielen. Ich wusste halt nicht, wie es ist. Ein bisschen krampf. Ich habe noch Zwillingsbrüder, zwei große Brüder und eine Schwester. Du meine Güte, hast du eine große Familie. Das ist bestimmt hart. Wie die Boss. Das Schöne ist, wir können eigentlich uns durch das Spiel durchstellen. Wir haben 28 Leben. Was? Wo kommen die 28 Leben her? Sieht echt seltsam aus, wenn Luigi kleiner ist als Mario. Ah, ein bisschen cursed. Ich wollte dich gerade hauen. Oh, wenn Knochi das erfährt. Okay. Kann ich irgendwie die Controller nicht abgeben? Genau, einfach bubbeln für den Fall, dass du festhängst. Naja, Knochi, hast du schon gehört? Diese Piranha-Pflanze hat mich gebissen. Oh nein, tut mir leid. Wie gesagt, immerhin gehen uns hier die Leben nicht aus. Bubble mit dem Bubble-Icon hier unten. Für den Fall. Okay. Die Kunst ist es natürlich, so viel wie möglich zusammen zu bleiben. Kann ich bitte kurz etwas Freiraum? Ich brauche etwas Personal Space hier. Danke. Und jetzt wäre es gut, wenn wir die roten Münzen sammeln. Oh Gott, oh Gott. Ja, 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 okay. Okay, wir haben sie. Aber nur ich krieg jetzt ein Item. Aber du hast ein Item, von daher ist es okay. So würde ich sagen, teilen wir uns auf. Hat sich gelohnt, sich aufzuteilen? Jetzt hast du die Kontrolle. Ich glaube, nur die Person, die Kontrolle hat, kann durch die... Ah, oh, wir nehmen jeder so eins mit. Hast du dein eigenes Inventar oder hab ich auch... Also hast du... Ich hab keinen. Aber du hast jetzt auch ein Blatt, oder? Ja. Ah, ich weiß, dass hier eine Abkürzung wäre, aber die will ich noch nicht nehmen. Ah, okay, ich kann auch durch die Tür gehen. Hey, da oben ist eine Röhre. Guapo! Versuch da hochzukommen, genau. Ups. Gar nicht so einfach. Einfach Geheimgang. War das nicht irgendwie, dass man da hoch musste? Ich glaube, das war eine Ablenkung. Ich versuche was. Steh mir bitte nicht im Weg. Aha!
Ich erinnere mich doch da an was. Und da oben ist die letzte. Die Frage ist, wie kommt man hier ran? Ein bisschen Feuer wäre nicht schlecht. Aua, jetzt ist vorbei. Okay, ich habe, was ich brauche. Einmal trinken, bitte. Danke, Foxy. Oh Gott. Dreh, mach mal mit Y diesen Schlag. Und hau der Pflanze das Ding ins Gesicht. Okay. Hast du super gemacht. Ist okay. Achso, du kannst an der Wand springen, indem du an der Wand den Knopf drückst. Immerhin, wir sind beide groß. Das sind doch gute Voraussetzungen. Hada, 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 hada. Keine Sorge, der kommt easy. Nein, das Blatt. Edroy. Warum ist dein Namensvetter so aggressiv? Ja, eben. So. Einfach versuchen, das Spiel durchzuspielen. Einfach Viereck hauen. Einfach Viereck hauen, wie es dann schon so schön sagte. Einfach ein bisschen langsamer durch das Spiel durchgehen. Ist die Items? Ihr seid. Okay, ich schnapp dir das Blättchen. Das ist fair. Versucht da oben lang zu gehen. Ja, sehr gut. Und dann stelle ich mir so einen Cooper. Und dann werfe ich den. Und dann trifft er dich zum Glück nicht. Und dann sammeln wir die Münzen ein. Oh, kennt ihr noch diese Donkey Kong Country Returns Werbung? Du musst alle Bananen einsammeln. Dann springen sie da im ersten Level auf diesem Trampolin herum. Und wow, so actiongeladen und generell komische Nintendo-Werbung. Ich weiß, das ist super, super minor issue, aber ich kriege immer eine Krise, wenn ich Werbung sehe, wo Schauspieler Controller in die Hand nehmen. Oh fuck. Wo Schauspieler Controller in die Hand bekommen. Darf ich das bitte einsammeln? Damit ich groß werde. Weißt du was, ich habe kein Problem damit. Wenn du noch kurz warten würdest. Okay, können wir zurückgehen. Können wir bitte zurückgehen? Dankeschön. Einfach nochmal da rein. Und darauf achten, dass das nicht normal passiert. Können wir bitte in die blaue Röhre gehen? Können wir bitte nach rechts laufen? Ich bitte dich, können wir bitte nach rechts laufen? Ja! Ich würde nur da oben rein. Danke. So. Auf jeden Fall, ich kriege immer eine Krise, wenn Leute so Breath of the Wild Werbung machen und dann drücken die irgendwelche Tasten auf dem Controller. Und alles, was ich mir denke, ist, es ist schön, dass du den B-Knopf drückst. Damit steigst du vom Pferd ab. In dieser Situation. Und im Gameplay wird halt gezeigt, wie man übel den sicken Shit macht im Spiel. Mich stört das. Ich weiß, das ist mein eigenes persönliches Problem. Aber mich stört das. Bitte mach nicht, dass mein Blatt gescrollt wird. Ich kann mich nicht sehen. Kann ich verstehen, dass es nicht stimmt. Ja, ich weiß, es ist auch überhaupt nicht relevant. Das ist auch cool, wir haben Secret gefunden. Ich kann jeden Pixel in dieser Ranke sehen. Ich will dich wirklich nicht ärgern. Nicht die Münzen. Hoch. Bitte geh einfach hoch. Okay. Ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Versuch irgendwie. Versuch mir nicht mein Blatt wegzunehmen. Ich schwöre, wenn du mir mein Blatt wegnimmst. So. Versuch nicht runterzufallen. Während ich das System des Spiels abuse. Sehr gut.
Hat ein bisschen was von Sonic Zeitreisen. So, sehr schön. Supi. Okay. Nui Time! Okay. Ich glaube, wir waren ein bisschen cursed. Ein kleines bisschen. Aber du wirst langsam warm, wie ich sehe. In diesem Spiel geht es also um Kapitalismus und um darum, dass wir nicht auf unser Leben klarkommen. Nimm den Block mit. Nimm ihn mit! Nein, nimm ihn mit! Okay. Wir gehen jetzt eine Runde schwimmen. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, du hast Badesachen eingepackt. Es wird feucht, fröhlich. Und während ich nichts tue, bekomme ich einfach Paycheck. Mario hat in Aktien investiert. Besonders mit was? Louis ist abgenibbelt. Okay. Da ist ein großer Fisch. Da ist ein großer Fisch. Er hat einen toten Blick. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, wir wollen nach da unten. Das ist nur so eine Idee. Shit, okay, ich habe meine Verteidigung verloren. Das hast du gut gemacht. Für 3 Sekunden. Mario hat in Aktien investiert und alles verloren. Ja. Eben gerade ist die Bubble geplatzt. Oh fuck. Uiuiuiui. Habt ihr euch von gestern wieder erholt? Hier, nimm deine Feuerblume. Du kriegst dich ja gar nicht mehr ein, vor Lachen, was du nur. Gib mir bitte den Stern. Sharing is caring, okay? Okay, weiter geht's. Es ist alles gut. Warum musst du so lachen? Ich weiß noch nicht, ob du lachst oder weinst. Manchmal klingt es komisch. Der Fisch ist doof. Wieder oben raus. Hey, was ist denn das für ein Käse? Können wir mal zurück, bitte? Also mach doch von vorne. Ich glaube, du machst eine Pause. Du machst eine Lachpause. Oh, irgendwie das war sehr. Hast du noch ein Item in... Hast du jetzt gerade ein Item Inventar? Das habe ich verpasst, der hat einen Lachanfall bekommen. Genau, gönn dir die Blume. Ja! Nur nicht treffen lassen, okay, irgendwie. So, es gibt hier oben so einen Weg, wo wir entlang wollen. Das Ganze mal abzukürzen. Hier links kann man anscheinend oben lang. Und hier war ich schon die ganze Zeit. Oh, brutal. Ich stelle Geld über meinen Bruder. Oh Gott, nicht gefressen werden, nicht gefressen werden. Okay, jetzt irgendwie überleben. Sollte von drin sein. Louis, schlag ein, Alter. Okay. Irgendwie überlebt. Was ist nicht? Hast du die Folge? Tatsächlich hat Luigi sein eigenes Inventar in dem Spiel. Das ist interessant. Hättest du die ganze Zeit 1 gedrückt in dem Spiel? Und mit 1 meine ich natürlich diese Taste. Du willst den Daumen auf dieser Taste haben und dann immer so ein bisschen abknicken, wenn du springen willst. So kannst du schneller laufen, so kommst du auch allgemein mit dem Plattforming besser klar. Und kannst mit mir mithalten. Pass nur auf, dass wenn du in der Lead bist, dass du dann nicht komisches Zeug machst, also hier. Dass du dann nicht zu weit vorausrennst.
Doch, der Grund, warum ich ein bisschen konzentriert bin, weil ich versuche, ein Auge auf mich und Stella zu haben. Damit ich sie nicht einfach umbringe, so wie eben gerade. Die 1 hat's auf dem 3 jetzt, man kennt's. Ja. Ich meine Y. Oh, das ist das Röhrenlevel. Das ist das eine coole Röhrenlevel. Das hast du gut gemacht. Ich krieg diesen Block nicht. Hilfe. Ja, okay, das ist ja nicht mal das dritte Spiel. Okay. Wir versuchen das jetzt noch. Wir versuchen das jetzt noch, bis du es schaffst. Nah genug. Extra. Okay. So, jetzt wirf Feuerball. Du willst so deine Miete bezahlen. Wirf einen Feuerball. So ein Feuerball, Junge. Schnapp die Münze. Ich habe auch keinen Schnell. Weg hier. Ich hab versucht, dich umzubringen. Ich hab mich selbst getroffen. Oh Gott. Hey, das kommt jetzt best auf. Irgendwo müssen wir hier rein können. Eventuell hier oben. Das Problem ist, jede Röhre... Ah, ich weiß. Komm mal mit. Zurück, nach links. Ah! Oh. Geh mal da runter. Ich mach das jetzt kaputt. Stoß den Cooper an und dann lauf um dein Leben. Gut gemacht. Jetzt ist der Cooper nämlich weg. Nochmal von vorne. Vergiss nicht, an der Piranha-Pflanze zu sterben. Oh Mann, das ist auch irgendwie Challenge Run in and of itself. Achso, hier ist ja nichts. Du hast es geschafft. Ich bin stolz auf dich. Du hast die Jumping School absolviert. Nimm wenigstens den Pilz, damit er nicht verloren geht. Ich habe eine Feuerblume im Inventar, du nicht. Wenn ich die einnehmen darf, wäre ich dir verbunden. Ha, hab dich gerettet. Blong. So, ich zerstöre dieses Teufelsding. Nimm den Pilz. Und hier durch. Kannst auch in die Röhre. Das Schwert hat extra auf dich gewartet. So, jetzt eine Sache, bitte stell dich nicht in dieses Blockgebilde. Ich muss da nämlich was machen. Stell dich einfach an die andere Seite. Immer ein Stück weg. Ja, so wollen wir das machen. Warte, das bringt ja gar nichts. Das ist ja nur für Bonus. Ich dachte, man kann hier rein. Ach Mensch. Komm hier rein wenigstens. So macht man das. Eventuell diese Röhre dann um. Können wir checken, ob da was drin ist. Wir müssen darauf! Folgen mir unauffällig! Und verkackt. Okay, dann wieder zurück. Wenn so ein Block kommt, der wegfliegt, dann willst du dich auf den Block stellen. Wenn wir versuchen, da reinzugehen. Ja, genau. Ob da was drin ist? Okay, dann nicht. Moment mal, seit wann kann man hier links posten? Ich glaube, Clips sind was Spezifisches. Und außerdem bist du VIP, darfst du nicht vergessen? Ich glaube, für VIP gelten nochmal Sonderregeln. Oh Gott, ich darf nicht sterben. Ich habe die Kontrolle. Die tolle Kontrolle. Das sind dicke, fette Münzen. Oh, Münzli. Geh mal weg. Ja, Moment. Moment. Ein Stück weg. Und jetzt können wir sie holen.
Drück mal nach links. Immer nach links. Okay, geht nicht. Hätte ja sein können, dass da was ist, aber ich glaube, hier links ist eine. Deshalb. Okay, hier ist auch nichts. Ist hier unten wenigstens was. Hier unten ist was! Ich kenne noch mein Spiel. So was mit Gold. Okay. Pong, 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 pong. Aber hier ist nichts außer Geld. Hm. Ist mysteriös und komplex. Ich will da nicht, da kommt ein Gestörter. Weg da. Okay. Irgendwas war hier, ich erinnere mich an was. Warte. Versuch mal. Warte auf mich. Einfach nicht bewegen. Einfach nicht bewegen. Security! Help me! Help me! Ich komme nicht zu dir. Da, genau. Da können wir rein. Kannst du bitte versuchen? Nein, warte, versuch gar nichts. Nimm den Pilz. Und nein, nicht zum Ziel. Nicht zum Ziel. Ein Stück nach links, weil... Ich will doch nur da rein. Danke. Er braucht Security wegen seiner gestörten Fans. Okay, das hat funktioniert. Schnell mich nicht treffen. Jetzt will ich ein rohes Ei transportieren. Ha. Hey, du. Ist alles gar nicht so einfach hier. Ich glaube, wenn ich alleine spielen würde, wäre ich besser dran. Aber das ist der Witz daran. Ich mag es, das Spiel zu zweit zu spielen. Hey, willkommen zurück, Foxy. Du hast Madness verpasst. Oh Gott. Man kann sich da oben festhalten. Aber ich glaube, das ist zu hoch. Ah, oh, danke schön für den Headpad, Foxy. Spring über diesen wohlgeformten. Du kannst dich runterfallen lassen mit runter. Das war jetzt ungünstig. Ich glaube, du kletterst schneller, wenn du... Nein, bist du wahnsinnig. Schnapp das Blatt. Okay. Sehr gut. Ich habe alles gehört. Ah, dann ist ja gut. Wir haben ein bisschen Chaos gehabt. Nichts übermäßig Schlimmes. Hm? Nur der alltägliche Alltagswahnsinn. Fire. Oh. Warte, ich versuche das zu holen, wenn ich dabei drauf gehe. Das war's wert. Okay, wir haben's. Als ob! Jetzt bin ich auf einmal die Person, die schlecht ist. So hast du jetzt endlich gelernt, wie die Tail Attack funktioniert. Die Schwanzattacke. Ah, sehr gut, jetzt bin ich groß. Kann man hier links nach oben? Au! Mann! Kann man hier nach oben? Versuch mal darauf zu springen. Wie oft wollen wir noch sterben? Ja. Wir haben viele Leben, okay? Oh, ich weiß, was das ist. Darf ich das. Nein, warte. Sammel das mal ein. Oder warte, ich mach was anderes. Lass mich versuchen. Also jetzt kriegt nämlich jeder von uns ein Blatt. Und du sammelst eins ein für dein Inventar und ich habe eins für meins. So, und jetzt rennen. Oh Gott. Mayday, wir stürzen ab. Das lief ja gut. Auf jeden Fall, du willst versuchen zu rennen und wenn dein Pipi voll ist, B, und die Münze einsammeln. Münze. Ja, genau, darf ich das einsammeln, weil dann werde ich groß. Okay, danke, Pilz. Poppy Party.
der stürzt runter. Und wenn er wieder hochgeht, können wir drunter durchlaufen. Wir können aber auch einfach über ihn drüber, da fliegen Nougat-Bits durchs Bild. Ich sterbe schon wieder. I mean, technically bin ich nicht gestorben. Das klappt erstaunlich gut. Ich glaube, da oben ist was. Dankeschön. Ich glaube, da oben ist was. Versuch mal da reinzukommen. Die Sache ist, oder ich stampfe dich und versuche selber da hochzukommen. Ah, okay, hier ist ein Eingang. Irgendwas ist da oben. Ah, okay, es ist nur Geld. Ein weiteres extra Leben. Mittlerweile läuft es ganz gut hier. Einfach durchspringen, wenn er gerade unten ist. Wenn er getriggert ist. Sollst du nicht den Turm, den Wurm triggern? Sehr schön. Kann ich da reinspringen, bitte? Oder weißt du was, eigentlich ist egal. Du kannst auch den Pilz haben. Insofern, du es richtig teilst, dieser Wurm mag den Pilz wirklich nicht. Warte, warte, noch nicht reingehen? Gibt da immer so einen Stapel? Der Mario-Spieler, zwar gibt es meistens hier an der Wand ein extra Leben. Und ich würde sagen, der extra Hit gehört. Egal, dann gehört er dir. Wollte ich sagen, aber. Zeit für den Boss. Geld, sowas erlebt man selten in dem Spiel. Ja, echt, oder? Da ist. Wenig. Ich habe noch nie so viel Geld gesehen. Zeit für Bosskämpfe. Und dann aufpassen, wenn er kommt. Es ist Roy. Roy ist mein. Unser aller Boy. Okay. Ha, Feuer erwischt. Gott, wird jetzt so ein Käse, wenn ich sterbe. Ich muss gleich was trinken. Fuck! Wegen der Verzögerung. Alles gut. Wir haben dieses Pestbomb und wir haben am besten gespielt, finde ich. Also, nochmal von vorne. Wir haben deinen Checkpoint. So ist nicht. Roy ist doof. Nein, du bist nicht doof. Sammel das ein. Ich den extra Hit. Komm ran auf den Meter. Ich mag es, dass Louis dunklere Hosen hat. Ja, sehr gut. Okay, wenn du magst, gehe ich vor. Wer soll vorgehen? Okay. Ran an den Seil und dann rüber. Whee! Hier sind wieder Items. Ja, okay, ich habe das Gefühl, langsam haben wir uns eingespielt. Warte mal, noch eine Runde? Einzigen von denen, die ich mir den Namen merken kann, sind Roy und Larry. Ey, so ein Larry. Ich werde versuchen, die Münze zu holen. Da komm schon, komm schon. Und durch. Oder ich schleife dich einfach mit. So, da du schon ausgerüstet bist, nehme ich mir das Blättchen. Und dann sind wir perfekt ausgerüstet. Du kannst in der Luft, wenn du viel B drückst oder gedrückt hältst, ich weiß gerade nicht, wie es in dem Spiel ist, kannst du ein bisschen in der Luft Zeit schinden. Okay, nur für den Fall wegen langsames Landen. Ich wollte eigentlich auch nicht sterben, aber es gab eine kleine Verzögerung, da konnte ich nicht mehr springen. Okay, das war tatsächlich merkwürdig. Mal gucken, was er macht. Oh Gott. Uiuiuiui. Ungünstig. Oh.
War doch nicht so schwer. Achso. Gut. Dieser Headpad geht doch bestimmt auf Stella, oder? Auf jeden Fall, danke, Dankeschön, Taschentuchgeist. Oh, an beide. Iggy, der Lümmel. Sand, Sand und Sand. Ich hasse Sand. Du hast Sand, bist du Anakin Skywalker. Ah, dann war es jetzt hier vom ersten, von der ersten Welt. Und mal schauen, was beim nächsten Mal abgeht. So ein Auf und Runter.